2006 war ich das erste Mal bei der SAB. Wie lange ist es schon her jetzt? 4 Jahre, 5? 6 Jahre. Meine Güte. Meinen ersten Kaffee habe ich noch nicht getrunken. Aber okay. 6 Jahre her. Damals war der Auftrag an Andrea, die XP-Praktiken in einem Team einzuführen. Die SAB hat schon angefangen davor mit Scrum. Es gab einige Agile Coaches, einige Change Agents, die gesehen hatten, okay, das reicht nicht aus. Lass uns schauen, was diese Techniken mal unserer Teams beibringen. Das war eigentlich der Kern und die Geburtsstunde von dem Programm, was wir zum Beispiel in dem Projekt WebChannel mal gemacht hatten, aber in den anderen Teams. Es hat lange gedauert, bis es aus dieser Initiative im Jahr 2006 ein Programm entstanden wurde. Ich habe in DE mal unterschrieben bei der SAB, wenn ich etwas falsch sage oder etwas Geheimnisvolles, ja, dann, und Simona, ja, unterbreche mich. Aber die Folien, über wie haben wir das Training mal eingeführt bei der SAB, wie haben wir die Leute gecoacht, das war auch ein Riesenthema, findet man auf die Slides vom letzten XP Days. Ja? Einige davon ist spezifisch für das Projekt WebChannel. Ja? Findet man heute wieder hier. Das war unser Problem als Softwareentwickler, als XP damals 2000 gekommen ist, war dieser Kampf zwischen der alten Welt und der neuen Welt, zwischen diesen Techniken, die etwas massiv verändern wollten in der Art und Weise, wie wir Entwickler arbeiten in unserem Alltag, gegen das, was schon alltäglich war. XP hatte Probleme gehabt, alle diese Engineering-Techniken in den Projekten reinzubringen. Als Scrum gekommen ist, war es einfacher, absolut einfach, dass diese Mechanismen, diese Denkweisen von Scrum in den Projekten, beim Management Akzeptanz gefunden hatten. Ich habe es nicht verstanden. Ja? Ich habe nicht verstanden, warum nur die Managementpraktiken einfacher Akzeptanz gefunden hatten als die Engineeringspraktiken, obwohl wir als Ingenieure die Masse waren. Das hat für mich aber das Tor und alle Türen waren für uns Ingenieure, die die Welt verändern wollten, unseren Alltag verändern wollten, war es einfacher im Nachhinein. Viele haben Scrum gesehen, haben es adaptiert, haben es angefangen, ihre Projekte damit zu managen. Man hat fast den Rest des Weltes mal vergessen. Man hat entdeckt nach einer Weile, dass es nicht ausreichend ist. Auch sogar Ken Schwaber und Jeff Sutherland in ihren Büchern, in ihren Talks, in ihren Verhalten, in ihren Trainings versuchen, das gesamte Scrum, die gesamten Mechanismen von Scrum, alles, was dahinter steht, um nur ein Ziel zu erreichen, und zwar diese Iterationen, diese Sprints voll mit Engineering-Techniken zu füllen, damit wir einen sogenannten Increment liefern, was fertig ist, im Sinne von engineering-mäßig fertig ist. Das war auch diese Erkenntnis bei der SAB. Es hat lange gedauert, bis wir 2010 angefangen haben, das Programm Agile Software Engineering mal zu etablieren. Aus der Erfahrung von 2006 bis 2010. Dieses Programm war oder ist immer noch aus einer Woche Training und 3 Wochen Coaching. Das gehört definitiv nicht dazu. Okay. In dieser Woche Training bringen wir den Leuten bei, unseren Kollegen, ja, alle diese Aspekte, die man hier gesehen hat, von Bear-Programming bis zu dem UI-Testing und was weiß ich. In den 3 Wochen Coaching gehen wir in den Teams mit rein und zeigen wir den Leuten, dass es nicht nur unter Laborbedingungen dieser Praktiken funktionieren, sondern im alltäglichen Leben. Und das ist der Sinn von diesem gesamten Programm. Es ist hart,
Wir haben viele Probleme gehabt, entweder wie wir ein richtiges Training für eine große Menge von Anzahl von Entwicklern, von guten Entwicklern bei der SAW, was kann man denen noch beibringen? Wie können wir gemeinsam einen Weg gehen? Schwieriger waren noch diese Coachingswochen. Wie können wir plötzlich in eine neue Materie reinkommen, wo wir als Coaches, als Trainer keine Ahnung von der Materie, von der Applikation mal haben, geschweige davon von den Leuten, die mit uns arbeiten. Bitte. Können Sie was über die Größe der Gruppe, mit der Sie da gearbeitet haben? In jedem Training hatten wir, weil wir skalieren wollten, wir haben auch ein Trainer-Trainer-Programm entwickelt bei der SAB, so dass wir, ja, ein Trainer ist nicht so groß wie der SAB. Die SAB ist ein bisschen größer, oder? Für ein Training haben wir zwei Teams. Richtig. So. Also das sind zwei Scrum-Teams, ungefähr 16, 17 Entwickler. Entwickler, so ungefähr. Richtig. So. Und wir gehen mit zwei Trainern da drinnen und dann gehen wir mit diesen zwei Teams, also wir haben keine Einzelentwickler, sondern Teams, die wir reinbringen. Und einer von den Fehlern, die wir gemacht hatten hier, war, dass wir Teams, wir haben gedacht, okay, das ist eine gute Idee, erstmal Teams zu coachen, zu trainieren, anstelle von einzelnen Personen. Das war erstmal ein Erfolg. Der Fehler war daran, zum Beispiel, was wir herausgefunden hatten in eurem Projekt, das war ein großes Projekt, aber wir haben die ersten Teams gecoacht, aber die anderen nicht. Und es hat geknallt nach einer Weile beispielsweise. So haben wir auch das Programm verändert. Da sieht man, wie diese iterative Entwicklung auch in dem gesamten Programm stattgefunden ist. Keine Ahnung, wie viele, du hast einen besseren Einblick als ich. Weiß nicht, also wir haben schon im 2011 ungefähr mehr als 1700, 800, ich hätte ja 5500, ich glaube, die wurde ist ein bisschen älter. Im Jahr 2012 fangen wir schon an, weiter die Teams in den anderen Standorten, zum Beispiel in Palo Alto, Vancouver, Shanghai, Paris. Tim hat davon erzählt, er war in Indien, er war ein paar Tage krank in einem Krankenhaus, hat das Essen dort nicht verkraftet. Hat aber geklappt, er hat aber Elefanten gesehen, er hat Tiger gesehen. Also man sieht das auch als Coach, hat man nicht nur mit den Leuten zu tun, sondern mit den anderen Wesen in den anderen Standorten. Es macht Spaß, wirklich als Coach, als Trainer dort zu arbeiten. Es macht mehr Spaß aber zu sehen, wie die Leute in den Projekten diese Engineering-Techniken mal akzeptieren, damit sie anfangen damit. Es macht mehr noch Spaß, als nach einer Weile, wie WebChannel kommt und sagt, was sind die nächsten Schritte eigentlich? Und das erstaunt mich, wenn man den Teams diese Autonomie gibt, sich weiterzuentwickeln, es ist eine gewaltige Änderung, ja, das ist das eine und das andere, Kraft. Ja, es ist eine gewaltige Kraft in den Teams, die vorhanden ist. Die sich zu entfalten, braucht dieser Raum, diese Autonomie. Und ohne Professionalität ist diese Kraft sinnlos. So, die Kombination aus dieser Selbstständigkeit, aus dieser Autonomie mit dieser Professionalität macht schon die richtige Richtung. So, ich höre jetzt auf, sonst schlägt mich der Ralf. Martin Fassunger hat schon über, Martin reicht ihm nicht, dass wir schon die richtigen Dinge tun. Ja? Er sagt, okay, ich möchte aber, dass wir auch die richtigen Projekte auf dem Markt, die smarten Projekte auf den Markt bringen. Er hat gestern über Design Thinking mal gesprochen. Es geht letztendlich um diese Business-Analyse, welche Projekte sind effizienter auf dem Markt als die anderen. Womit können wir raus? Das ist ein interessantes Thema. Bin gespannt, wie die SAB in diesem Bereich mal weiterfahren wird. Aber jetzt einer von euch sollte über sein Projekt mal sprechen. Fängst du, Simone, an? Ja, genau. So möchtest du ein Mikro? Ich kann gerne nehmen, danke. So. Genau. Wie soll ich das jetzt mal bei dir mal anfangen? Ich bin selbstständig und empowered. Danke für dein Empowerment. So. Ich würde einfach anfangen, dass Sie ein bisschen verstehen über unser Projekt, was machen wir, sodass Sie auch danach eventuell unsere Fortschritte sehen. Also ich bin Line Manager für zwei Teams, die in WebChannel Experience Projekt arbeiten. WebChannel ist schon mal klar, ist eine Web-Applikation, die Transaktionen wie Sales, Marketing und Service über Internet unterstützt. Neudeutsch Webshop. Also ich gehe schon davon aus, dass Sie alle etwas im Internet gekauft haben. Wenn Sie das gemacht haben, haben Sie unsere Applikation kennengelernt.
oder wenn das nicht so gut funktioniert, hat unsere die Applikation von Wettbewerber. Das ist schon mal klar. Ja? Im Projekt in 2009 haben wir gestartet mit 9 Scrum-Teams. Zurzeit arbeiten 8 Scrum-Teams. Sie sind cross-funktional und stabile Team organisiert. In 2009 haben wir erstmal angefangen, leider nicht so erfolgreich. In 2010 dürften wir einen Neuanfang machen. Wir haben als Fokus die Qualität und die Performance. Die Applikation ist da meistens in Java geschrieben. Also mit Fokus auf Qualität und mit teilweise Scrum sind wir einfach weitergegangen. Da würde ich jetzt Ralf bitten, ein bisschen über unsere weiteren Fortschritte etwas zu sagen. Okay, also. Das machen wir so. Angefangen hat das Ganze 2009, da wurde bei der SAP Scrum und Lean eingeführt. Im Anfang in der Entwicklung. Und aus meiner Sicht hatte die Arbeit im Entwicklungsteam doch ziemlich verändert. Also zum einen, weil einfach alle Entwickler plötzlich involviert waren. Es gab nicht nur einen Projektmanager, die sich so einen schönen Plan ausgedacht haben, Architekten, die es geschätzt haben, sondern wenigstens das ganze Team war von Anfang an beteiligt und konnte mitreden und Bedenken äußern. Soll jetzt nicht heißen, dass es dadurch alles besser wurde und die Schätzungen besser wurden, aber wenigstens haben alle die Schätzungen geglaubt, weil sie mit dabei waren. Und ein großer Punkt war auch, weil Scrum ja nicht von Anfang an sagt, dass genau das der Scope festlegt, sondern dass die Qualität fest ist und dass im Notfall eben Scope außen hinten runterfällt, wenn die Qualität nicht stimmt, war das doch eine deutliche Änderung, weil vorher war es eigentlich so, dass man am Anfang sich überlegt hat, was wollen wir liefern, wir haben so und so viel Zeit und dann wurde eigentlich auch alles Mögliche gemacht, damit man genau das, was versprochen wurde dem Kunden gegenüber, auch geliefert hat. Das war am Anfang zumindest doch sehr kontrovers diskutiert, weil halt auch alle Leute, die mit dem Kunden zusammenarbeiten, natürlich auch gerne dem Kunden versprechen wollen, was kommt denn. Und wenn man dann sagen kann, okay, wir können euch nicht genau sagen, was kommt, war am Anfang schon, sag jetzt mal, schwierig, sich auf etwas zu einigen. Und ein Punkt, der für mich persönlich sehr wichtig war oder den ich als sehr großen Vorteil empfinde, ist, dass man bei Scrum einfach durch den regelmäßigen Zyklus und den Retrospektiven immer in dem Prozess ist, dass man nochmal hinterfragt, was haben wir gemacht, was haben wir gut gemacht, was läuft nicht so gut, was wollen wir verbessern, und man ist in dem stetigen Wandel quasi, dass man sich versucht zu verbessern. Also so einen Continuous Improvement Prozess zu etablieren. Was ist für Continuous Improvement? Nur ein Satz vielleicht. Für Continuous Improvement ist wichtig, wie gesagt, wir sind 8 Teams. Wenn nur Continuous Improvement in einem Team haben, das gibt uns nicht viel. Deswegen versuchen wir auch Continuous Improvement auf Organisationslevel zu machen. Das unterstützt wirklich die Cross-Issues zu lösen oder ranzugehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wie auch Fat gesagt hast, ohne Continuous Improvement könnten wir vielleicht nicht so unser Problem sehen. Okay, also 2010 war dann der Zeitpunkt da, dass, wie Simone schon angedeutet hat, das erste Release im Prinzip gescheitert war und man zu dem Punkt gekommen ist, okay, wir müssen einen Cut machen und nochmal neu anfangen. Nicht komplett neu anfangen, aber einfach das Projekt neu aufsetzen. Damals deine Emotionen, als das geschlagen ist als Entwickler. Ganz ehrlich gesagt, so ziemlich niemand wollte es so wirklich wahrhaben. Da wurde im Nachhinein ist es relativ lustig, wurde diskutiert. Aber was wäre denn, wenn wir noch 2 Wochen mehr Zeit haben und noch, wenn wir noch 4 Wochen mehr Zeit haben? Und jetzt 2 Jahre später arbeiten wir immer noch an Sachen, die wir damals versucht haben, alles auf einmal zu machen, weil das Projekt, und das war halt aus meiner Sicht auch der Hauptpunkt, überhaupt nicht skaliert hatte. Das waren zu viele Kontinente involviert, zu viele Teams. Also es war noch viel, viel größer, als es jetzt ist. Und eins von den Schritten, die man veranlasst hat, war halt das zu verkleinern und sich wirklich auf wenigere Sachen zu konzentrieren. Okay. Aber das war aus meiner Sicht nicht nur der einzige Punkt, was fehllief am Anfang. Darum ist man zu dem Erkenntnis gekommen, dass Scrum allein halt auch nicht die Lösung für alle Probleme ist. Zum Beispiel haben wir sehr wenig, aus meiner Sicht sehr wenig Augenmerk auf Usable Software gelegt. Wir haben im Prinzip, wir hatten die Arbeit, die zu tun ist, wussten, wie viele Takte es sind. Damals waren es 4 Wochen, jetzt haben wir 2 Wochen Sprints. Haben das durch die Anzahl der Takte geteilt und dann wusste man, was ich jeden Takt erledigen habe.
Und man hat weniger darauf geachtet, dass in jedem Takt wirklich noch ein Feature hinzukommt oder dass das, was rauskommt, auch wirklich gezeigt werden kann und solche Sachen. Ich habe mich auch damals gefragt, was ein Takt war, als ich gekommen bin. Und dann hat mir immer erzählt, es kommt für Lean, das war so eine Iteration mit der Länge einer Monat oder sowas. Das ist aber Sprache, genau. Weil wir nicht das einzige Projekt waren, sondern in der Suite oben drüber gibt es halt noch andere Produkte, die nicht mit Scrum arbeiten und das muss irgendwie synchronisiert werden. Und das haben das clevere Leute ausgedacht. Ein Takt. Und mittlerweile ist ein Takt, sind zwei Sprints, aber also das macht es noch schwieriger. Ein Takt und ein Sprint. Genau. Okay. Ja. Oder Synonym für alles. Genau. Okay. Und ein zweiter Punkt, der natürlich sehr problematisch war, dass wir quasi keine Testautomatisierung hatten. Wir hatten zwar ein paar automatisierte Tests, aber im Prinzip die ganze Regression wurde immer noch manuell getestet. Dafür hatten wir ein Testcenter in Indien. Und wir hatten einfach gar kein direktes Feedback, wenn wir was eingebaut haben, ob wir vielleicht irgendwas anderes berührt haben, an das wir gar nicht gedacht haben und irgendwelche Regression-Sachen eingebaut haben. Und wir hatten eigentlich selten ein stabiles Testsystem, oder überhaupt nur ein funktionierendes System. Ich erinnere mich sehr gut an die Zeit. Das war so, dass man sich eigentlich, wenn man eine funktionierende Entwicklung bei sich hatte, eigentlich ungern gesynkt hat, sondern nur gesynkt hat, wenn es absolut notwendig war oder wenn einer anderen im Raum gesagt hat, jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt zum Synken. Weil man einfach zu oft in das Problem reinlief. Man hat gesynkt und irgendjemand hat das eingecheckt, was nicht funktioniert und man konnte nichts testen. Deswegen war einfach gängige Praxis, man hat nicht gesynkt und wenn einer gesynkt hat und es hat funktioniert, hat er gesagt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Gehen. Im Nachhinein kann man da vielleicht drüber lachen, aber ich fand, damals hat er schon Probleme gemacht. Genau. Ich würde auch weiter sagen, denken Sie, wenn Ralf so dieses Gefühl hat, ich habe etwas gemacht, ja, bitte? Wir haben in 20.000 Lines of Code übernommen von dem Vorgängerprojekt und das ist jetzt ein neues Projekt quasi, aber es sollte die Codebasis sollten wir nicht neu entwickeln, sondern die alte nicht funktionieren, weil das ja die ganze Framework. Man stellt sich das leicht vor, neues Projekt, aber der Code war im Prinzip schon da, den wir übernehmen mussten. Das ist natürlich teilweise eine gute Anmerkung, ja. Und da war keine Versionabhängigkeit außer von Arten nach neuen Migrationen Daten auch. Nee, wir waren kein Nachfolgerrelease, aber wir haben halt den Code übernommen, weil wir nicht. Genau, neu gestartet und weiterentwickeln, auch auf Architekturebene und neue Framework und alles Mögliche. Ralf hat gesagt, wie frustrierend war für Sie, für ihn als Entwickler das. Denken Sie als Manager, wenn man fragt, okay, Taktende, wie ist das, wie ist der Status? Dann ein Entwickler sagt, bei mir funktioniert, ein anderer funktioniert, aber du hast kein System, wo du wirklich nachschauen kannst, ja, End-to-End eine Funktionalität so funktioniert. Deswegen müssten wir etwas machen, um die Issues, die von Ralf beschrieben waren, zu lösen. Waren wir am Suche von verschiedenen Trainings, Practices. Und als ich den Content gesehen habe, ich glaube, Fad hat mir geschickt, habe ich gedacht, ja, es könnte uns helfen. Deswegen habe ich auch in dem Team nachgefragt. Ich habe mit ein oder zwei Entwicklern, das ist mehr für euch, schau mal euch, sagt, ist das interessant? Und es war wirklich der Content ansprechend. Deswegen könnte damals ein Entwickler zu anderen nach hier kommen und das Training machen. Also das war unser Pilotprojekt. Genau, das war unser Architekt. Nein, das war unser Architekt. Genau, okay. Das war als Architekt. Er kommt zurück und ich... Er ist ein sehr skeptischer Mensch. Genau. Vielen Dank. Also Ralf war nicht, wir haben auch einen anderen Entwickler, Architekt hierher geschickt und als er zurückkam, habe ich natürlich nachgefragt, wie war das Training? Und seine Antwort hat mich ein bisschen überrascht. Er hat gesagt, ich versuche mal zu zitieren, er hat gesagt, das war das beste Training, das ich als Entwickler je gemacht habe. Okay, natürlich als Line Manager, knowledge orientiert, hat für mich schon Aufmerksamkeit gekriegt. Dann habe ich noch mal im Team nachgefragt, ob sie Interesse haben, ein bisschen etwas über das Training zu hören.
die Empfehlung war eigentlich, dass wir sollten nicht für einen Entwickler machen, sondern für Team, weil dann können wir die ganze Knowledge im Team verbreiten, schneller verbreiten. Also ich habe den Content gut gefunden, das Team hat Content gut gefunden, ist noch nicht getan, weil natürlich wir waren, wie gesagt, in einer Development-Phase. Und als wir erstmal mit Chief Product Owner gesprochen haben, weißt du was, 4 Wochen lang 2 Teams gehen in Training, hat er gesagt, was ist mit meinem Scope, was ist meine Geschwindigkeit, könnt ihr das nicht machen? Danach natürlich haben wir angefangen, teilweise auch mit Fahrt, mit manchen Diskussionen zu erklären, okay, und Geschwindigkeit zu analysieren, wie viel Prozent verlieren wir und so weiter. Aber am Ende war doch ganz klar, das Team dürfte das Training besuchen. Es waren 1 Woche Training und 3 Wochen Coaching. Für mich besonders war, das war kein Blablabla-Training, war technologiebezogen, waren Methoden, wo man Interesse hat. Und speziell die 3 Wochen Coaching waren von den Trainer fulltime dabei. Es war nicht über Telefon, es war nicht irgendwie, ich antworte, wenn ich Zeit habe. Sie waren dabei und das hat wirklich Impuls gegeben. Ich kann mich noch daran erinnern, an dem ersten Training, da warst du in diesem Training mal, da hast du immer gefragt, wie kann ich, also die Simone, wann sehe ich die Vorteile von diesem Training? Nach einer Woche, nach 2 Wochen, nach 3 Wochen? Oh, das war echt eine heftige Frage von einer Managerin. Das war, da konnte ich sehen, wie schwierig manchmal mit Management zu arbeiten, aber ich bin froh, dass ich heute da bin. Danke. Danke. Natürlich muss man ein bisschen verstehen, aber wenn man das versteht und nachvollziehen und speziell, ich habe gesagt und auch erklärt zu Chief Product Owner, es ist nicht, dass ich finde den Content gut. Alle meine Kollegen finden den Content gut, deswegen müssten wir etwas machen, wäre einfach fahrlässig, wenn wir etwas nicht dagegen machen, wenn wir wissen schon, welche Issues wir im Projekt haben. Okay, dann hatten wir also das Training mit den 3 Wochen Coaching, die hinterher kommen. 2 Teams bei uns in Waldorf. Das hat erfreulicherweise sehr lang anhaltenden Effekt gehabt, auch als der Coach weg war. Man hat auf dem Hudson schön gesehen, die Tests werden doch immer mehr und die Coverage steigt langsam. Man achtet einfach auf solche Sachen und man hat einfach den Effekt gesehen. Allerdings hat das auch ganz andere Probleme nach sich gezogen, die wir vorher nicht hatten. So Sachen wie, wer kümmert sich eigentlich um die Infrastruktur, wer treibt das voran, dass wir uns da auch verbessern und sowas. Die Kapazitäten waren einfach nicht da. Oder ein anderes Problem, was natürlich auch dann hausgemacht war, ist, 2 Teams hatten jetzt die Schulung und haben sich natürlich jetzt wunderbar in Testautomatisierung versucht und auf dem Hudson geschaut. Die anderen Teams hatten aber die Schulung nicht. Denen war der Hudson, ich will jetzt nicht sagen egal, aber sie haben einfach nicht so den Augenmerk drauf gelegt. Also war der Hudson eigentlich, hat relativ viel Pflegebedürfte, weil halt oft irgendwelche Tests kaputt waren, da musste jemand danach gucken und solche Sachen. War das der Zeitpunkt, wo eure Teams danach gesagt haben, wir beenden einen laufenden Sprint? Ich glaube, wir haben einmal den Sprint wirklich angehalten, weil halt der Stand einfach nie wirklich funktioniert hat, weil einer hat repariert, der andere hat es wieder kaputt gemacht und der Hudson macht das halt nur sichtbar. Im Prinzip das Problem, was ich vorher schon angesprochen habe, wir hatten nie ein funktionierendes System, aber sobald du halt einen Hudson hast und Continuous Integration, machst du das halt wirklich transparent, das Problem. Merkt ihr, wie viele von euch machen hier Scrum? Wie viele von euch haben schon einen Sprint abnormal terminiert? Nicht viele. Waren das wegen technischer oder fachlicher Anforderungen? Fachlich. Hier der Grund war technisch. Die Leute wollten nicht mehr weiterarbeiten wie vorher. Das ist der Eindruck, dass eine Veränderung, wenn man den Leuten auch den Raum gibt, dass sie dieses Level, was sie erreicht haben, nicht mehr verlassen wollen. Als ich diese Nachricht gehört habe, Tim hat mir das erzählt, ich war total beeindruckt. Echt. Boah. Und das ist nach einer kurzen Zeit so, wo die 2 Teams miteinander intensiv gearbeitet haben, war doch, nein, so weitermachen wir nicht mehr. Stopp. Das hat mich beeindruckt. Echt, das war Wahnsinn. Ja? Das hat mir echt gefallen. Auf jeden Fall, nachdem man dann wirklich festgestellt hat, dass das nicht nur die Schulung nicht nur so 4 Wochen war und dann wieder vergessen, sondern dass man gesehen hat, dass das auch wirklich was verändert hat, hat man sich sehr schnell dazu entschlossen, auch Stück für Stück die anderen Teams auf den anderen Standorten nachzuziehen, sodass wir im
in dem Projekt ein einheitliches, ich sage jetzt mal, Verständnis haben, wie wir mit Tests umgehen und was einfach dazugehört, dass man eine Möglichkeit hat, dass man erst testet, dann eincheckt und solche grundlegenden Sachen. Und dass man die agilen Praktiken wie TDD und Pair-Programming auch wirklich das Knowledge verteilt, sodass wir, ich will nicht sagen, dass wir es alle 100% benutzen, das bei Weitem nicht, aber dass wir wenigstens alle ungefähr das gleiche Verständnis haben und uns in die gleiche Richtung bewegen. Sprint ist eine Timebox, das heißt dann so zwei Wochen und stoppen, was bedeutet das? Eigentlich von Lean oder Pull-the-Line. Genau. Und dann, ja. Also man kann abbrechen. Sprint abbrechen, zum Beispiel in der Mitternacht, zwei Tage, drei Wochen, einer Woche. Wir haben mit den Entwicklung aufgehört. Wir wollen nicht mehr weiter entwickeln, wenn wir die ganze Infrastruktur nicht stabil haben, sodass wir effizient arbeiten. Das ist die Entwicklung aufhören, Testen aufhören, bis man diese Entwicklung sozusagen lässt. Aber bitte nicht wie einen Streik vorstellen, also wir saßen nicht da und haben da nichts gemacht, genau. So nicht, sondern wenn man einfach klar kommuniziert und so weitergeht, müssen wir gar nicht über die Velocity oder sonst oder Retrospektive reden, weil da kommt einfach nichts raus in dem Sprint. Eher in die Richtung. Also wir saßen nicht so da, sondern haben schon unser Bestes versucht, aber wir haben kommuniziert, so kann es nicht weitergehen, da kommt nichts raus in dem Sprint. Also ich gucke auch mal auf die Teams. Nein, mit den Teams. Es gab eine Sprache nachher mit den Teams, es gab eine Retrospektive und das war der entscheidende nachher von Simone und den anderen, aller Teams dieses Produktes in dieser Sprache zu checken. Aber es gab Maßnahmen nach dieser Abnormal Termination, wo man sich geeinigt hat, was das Minimale, ja? Aber eine von den großen Entscheidungen, sichern Sie nur und Ihren anderen Kolleginnen und Kollegen im Line-Management, okay, da müssen wir was einstellen, global in diesem Punkt. Also erstmal, wir waren 8 Teams, zwei war ich Line-Manager und als die gerade, die bei mir gesagt haben, wir stoppen, die anderen Manager sind, was machen deine Leute, warum machen sie sowas? Und dann haben wir wirklich angefangen zu diskutieren, lass uns über Fakten, warum machen sie das, ist das richtig so? Was können wir denen helfen? Und als Antwort haben wir, okay, dann müssen wir alle die ganze Knowledge ein bisschen verbreiten und das Projekt auf gleiche Level bringen, sodass wir auch die gleiche Erwartungen haben. Und das hat uns wirklich geholfen zu sehen, wenn etwas gut ist, dann sollen wir versuchen, richtig zu skalieren und nicht Frustration zu machen. Das andere vielleicht haben klare Linien, klare Arbeitsweise und die andere arbeiten nach altem Modell und das. Also vielleicht hilft es, um es deutlicher zu machen, zu sagen, was die Entwickler vorm Abbruch des Sprints gemacht haben und was sie anschließend gemacht haben. Also ich kenne mich mit den Techniken nicht gut aus, deshalb habe ich eine sehr schlechte Vorstellung. So viel anders haben wir nichts gemacht. Wir haben halt jetzt keine neuen Sachen geplant, sondern haben einfach an dem weiter gearbeitet, wo wir gerade dran waren. Aber wir haben auch ganz klar kommuniziert, dass das, was wir uns vorgenommen haben in dem Sprint, einfach nicht dass das nichts werden kann und wir nicht bereit sind, dann irgendwie in die Zukunft weiter zu planen, sondern so müssen wir nicht mit Scrum weiterarbeiten, weil so bringt es nichts. Ich würde noch ein Beispiel, war wirklich die Frage, warum haben Sie gestoppt? Weil Sie könnten zum Beispiel nicht einchecken, weil Sie Bugs haben. Also wenn die andere in Mainline dazu, dann könnten Sie nicht einchecken, weil Sie haben die Bugs von anderen übernommen und könnten deswegen nicht weitergeben. Und was hat sich geändert? Hat sich geändert, dass die anderen haben mehr auf Qualität aufgepasst, richtig einzuchecken, wenn man auch eigene Automatisierung vielleicht macht, eigene Qualität. Und damit hat man sichergestellt, dass unsere Mainline wirklich funktioniert. Ich glaube, dieses Bewusstsein zu entwickeln, genau. Das war genau. Also erstmal, ich checke alles, egal welche Qualität, und danach aufmerksam, stopp, ihr müsst schon die qualitativ einchecken, ihr könnt lokal verschiedene Sachen testen und damit erleichtern wir Arbeit. Sind wir eigentlich jetzt fertig mit allen Web-Channel-Teams? Haben wir die alle gecoacht und trainiert? Letzte Woche waren die letzte. In St. Ingbert? In St. Ingbert, genau. Ja. Mich interessiert noch, wer denn diese Verbesserung im Prozess der Teams untereinander dann getrieben hat. Waren Sie das als die Line-Manager? Das heißt, als das Team die Arbeit niederlegte, haben Sie dann gesagt, hallo Line-Manager-Freunde, wir müssen uns mal abstimmen? Gab es da Projektmanagement noch drüber, ja, oder Development-Management? Genau. Oder? Wir haben zusammen, in Scrum und Lean, der Line-Manager hat eine bestimmte Rolle, Projektmanagement hat noch Unterstützung.
erste Mal haben die Kollegen im Projekt reagiert und gesagt, sie haben auch gesagt, und ich habe voll unterstützt, ich habe gesagt, ja, ihr habt ein Problem, versucht mal erst einmal im Team ein Projekt zu lösen. Und natürlich, weil es war auch nicht nur ganz hart technisch, es hat zu tun auch mit Knowledge, dann haben wir zusammen Projektmanagement, zusammen mit Line Management uns getroffen und mit Chief Product Owner und gesagt, wie können wir skalieren. Deswegen, ich würde nicht nur sagen, das war Line Manager oder es war nur ein Projekt. Wir haben Recht gegeben sozusagen und haben versucht, zusammen zwischen Projekt und Line Management eine Lösung zu finden. Ja? Ja, verstanden. Cross-funktionale Teams. Wir haben in einem Scrum-Team Entwickler, wir haben Quality-Kollegen und wir haben Doku-Kollegen. Und wir haben auch UI-Kollegen, die UI-Richtlinien prüfen. So ganz gemischt, cross-funktional, einfach was man für eine Produktentwicklung braucht. Genau. Genau. Also die Features, die sind so geschnitten, dass die klein sind, also sehr, sehr klein. Genau. Und diese 8 Leute, die kümmern sich um den... Wir haben im Projekt, also wenn man ein großes Projekt hat, versucht natürlich nicht Abhängigkeiten zu gestalten, dass man nicht wartet und eine macht, sondern wir versuchen auch die Funktionalitäten lokal zu treiben. Zum Beispiel bei uns haben wir mehr Fokus auf E-Commerce-Topics, in Montreal waren mehr Katalog-Fokus und E-Service, in Saint-Imbert war mehr technischer Fokus mit Framework und User Management oder andere Funktionalitäten. Deswegen die Abhängigkeiten haben wir soweit versucht mit Unterstützung von Organisationen, aber trotzdem, es war eine gleiche Line, deswegen irgendwie müssten Kollegen zusammenarbeiten. Dann wurde halt klare Schnittstelle definiert und ihr Team arbeitet jetzt 2 Entwickler. Genau. Der Dokument kann nichts entwickeln. So ungefähr. Ja. Wenn es mehr Fragen sind, können wir danach, wenn wir beide nachher noch da, noch gerne beantworten. Genau. Weil nicht, dass dann am Schluss alle rausgehen und sagen, okay, es lohnt sich nicht, weil die Präsentation heißt ja, es lohnt sich doch. Genau, wollte ich aber sagen, dass wir auch ein bisschen was gelernt haben. Bisher haben wir nur über die Probleme gesprochen. Vielleicht können wir auch weitergehen, wenn man jetzt mich fragt, was sind die Key-Aspekte, die ich als Line-Manager oder als Managerin genommen habe, würde ich 3 Aspekte nennen. Usable Software. Wir haben schon vorher gesagt, es gab in 2009, als man den Status versucht zusammenzufassen, waren verschiedene Diskussionen, verschiedene Excel, vielen Dank Microsoft, und verschiedene andere Tools, so Artifacts, wo du kaum im System etwas sehen. Nach dem Training haben natürlich auch eine Art von Projektmonitoring in einem bestimmten Tool, aber wir versuchen alle Funktionalitäten im System anzuschauen. Also nicht mehr lokal, sondern in einem Testsystem, wo wir die Funktionalitäten schauen und nicht nur von wirklich wie funktionieren, sondern auch Performance und auch Dokumentation schauen wir teilweise. Das ist ein riesiger Fortschritt meiner Meinung nach. Es geht wirklich und es gilt nur, was live ist. Alles andere, ja, ich habe etwas gemacht, aber noch nicht eingecheckt, spielt meiner Meinung nach für ein so großes Projekt keine Rolle, wenn man nicht fertig ist. Wir haben kein stabiles System. Wer will Kunden einladen, wenn man kein stabiles System hat? Deswegen unsere Kundenerfahrung war nur am Ende des Releases. Wir haben so in 2009, wir haben entwickelt und irgendwann in Release-Phase haben gesagt, liebe Kunden, komm hier und schaut mal das. Das ist natürlich viel zu spät, das geht einfach nicht. Aber wir könnten auch uns nicht die Frustration von Kunden anschauen. Deswegen, jetzt haben wir ein stabiles System, haben wir auch unser Kundeninvolvement geändert, wo wir sagen, am Ende des Tags haben wir etwas euch zu zeigen, wer möchte das anschauen. Und dann haben wir Kunden oder Partner regelmäßig kommen, testen
geben Feedback. Das unterstützt nicht nur Business, weil dann entwickeln wir, was die Kunden auch teilweise uns als Feedback, aber auch für das Team, weil wir sind eine Softwareentwicklung, die Kollegen möchten wirklich Feedback haben, was sie machen. Und das auch, meiner Meinung nach, hat sehr starke Motivation im Team unterstützt. Sie. Gab es nicht diese Ängste, oh, jetzt kommt der Kunde zu dir, und das ist monatlich, auch bei euch als Entwickler? Nee. Früher einmal im Jahr und jetzt einmal im Monat, mein Gott, das ist ja eine... Eigentlich ist es ja, also man muss ja schon auch ehrlich sein, wenn der Kunde sagt, was ihr macht, ist totaler Schrott, dann ist es besser, man hört nach einem Monat als nach einem Jahr, weil sonst ist es noch deprimierender. Natürlich hört man das dann nicht gerne und nicht jedes Feedback ist positiv, aber... Aber es ist besser als keins. Ja. Nur dafür, dass wir es ein Jahr lang nicht hören wollen, wird es ja nicht von alleine besser. Okay, gut. Sehr gut. Und als dritten wichtigen Punkt für mich persönlich ist die Reliability in dem Team. Wir haben unsere Planung verbessert. Ich werde jetzt lügen, wenn ich sage, dass zwischen was wir planen und was auch am Ende kommt, ist wirklich 1:1 Beziehung. Es ist nicht. Aber wir sind nah dran. Teilweise schaffen wir 1:1 Beziehung und teilweise nicht, noch nicht, würde ich sagen. Und das natürlich in einem Projekt gibt eine Prädiktibilität, was man braucht. Also die Teams planen besser, sie haben jetzt auch die Qualität-Topics zu planen. Sie fokussieren nicht nur Entwicklung auf Entwicklung, Quality auf Quality, Dokumentation auf Dokumentation. Wir machen auch Explorativ-Testing, ein Doku-Entwickler testet die Funktionalität, eine Kuh macht Testautomatisation, ein Qualitätsmanagement, also ganz gemischt. Okay, also als ich mir dann überlegt habe, was jetzt im Nachhinein so die drei Hauptpunkte sind, wo ich sagen würde, das hat sich wirklich verändert, das hat sich gelohnt, dann ist es einmal unsere automatisierten Tests. Also wir haben verschiedene automatisierten Tests. Ich will jetzt nicht sagen nach Lehrbuch, aber zumindest jeden Test, den man irgendwo in dem Lehrbuch liest, haben wir zumindest mal Tests dafür. Also wir haben uns schon auch Mühe gegeben. Und man hat einfach die Möglichkeit, bevor man eincheckt, überhaupt zu prüfen, mache ich denn irgendwas anderes kaputt? Und wenn man mal was nicht bedacht hat, dann kriegt man spätestens eine halbe Stunde später vom Hudson Feedback, seit deiner Änderung funktioniert das und das nicht mehr. Das ist aus meiner Sicht ein Riesenvorteil, weil früher war es so, ich habe was eingecheckt, meine Sachen haben halt geändert und dann 24 oder 48 Stunden später wurde eine Meldung vom Testcenter in Indien aufgemacht, dass eine ganz andere Funktionalität jetzt nicht mehr funktioniert und man gedacht hat, stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Und dann sind halt wieder 2 Tage weg und im Zweifelsfall weiß man gar nicht mehr, wer das jetzt damals gemacht hat oder nicht mehr sofort. Ein großer Vorteil aus meiner Sicht ist ebenfalls, dass wir jetzt doch eine sehr stabile Codeline haben, sonst hätten wir das mit dem Customer Feedback auch gar nicht machen können. Also um das Beispiel von vorhin aufzugreifen, ich merke bei mir selber, ich synke jetzt zum Beispiel jetzt mehrmals täglich und man macht sich gar keine Sorgen mehr, ob es synken kann oder nicht. Und wir haben bei uns im Scrum-Raum haben wir den Monitor aufgesetzt, dass man den Hudson eigentlich immer im Blick hat. Das heißt, ein Blick zum Hudson genügt und man sieht, okay, die Applikation ist gerade in einem guten Zustand, also ist eigentlich gerade ein guter, gibt es gerade kein Problem. Und der Hauptpunkt aus meiner Sicht durch die ganze Sache ist, dass sich das Teamwork und das Teambuilding stark verbessert hat. Zum einen natürlich durch Scrum und dadurch, dass das Team einfach mehr Macht und mehr Zusammenhalt hat, aber auch so agile Praktiken wie Pair-Programming macht einfach sehr viel fürs Teambuilding und fürs Teamwork aus. Zum einen, weil man natürlich auch das Knowledge im Team teilt. Also es ist nicht mehr so, es war früher schon gängige Praxis, wenn jemand was gefragt hat nach einer bestimmten Klasse oder so, dass man gesagt hat, geh zu dem, die Klasse ist der und die Klasse fragt den anderen. Und jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder alles weiß, aber wir haben schon ein relativ gutes Verständnis von das, was man immer Collective Code Ownership nennt, dass man einfach nicht zu jeder Klasse eine Person zuordnen kann. Und ein anderer Punkt ist natürlich, dass Pair-Programming die Kommunikation zwischen den Entwicklern sehr stark fördert. Was zum einen aus meiner Sicht das Arbeiten viel angenehmer gestaltet, weil es weniger stupide ist. Und zum anderen, wenn ich von mir selber spreche, zumindest als Entwickler, ist es ja nicht immer, weil Entwickler nicht immer die kommunikativsten Menschen sind, ist es manchmal auch gar kein Fehler, sie so ein bisschen zur Kommunikation zu forcieren. Und wenn man einfach zusammen am PC arbeitet, dann muss man miteinander reden. Führt kein Weg voran vorbei.
Ja, du hast eine Frage. Bevor du committest, wie lange läuft denn dein Test und wie viel deckt er in etwa ab? Wir haben es unterteilt, weil wir irgendwann zu dem Punkt waren, natürlich, wenn du alle Tests ausführst, dann war das eine halbe Stunde. Das ist, glaube ich, in jedem Projekt, dass man irgendwann zu dem Punkt kommt. Das wird für die Hauptprozesse, die haben wir in so, sogenannte Import-Tests rausgezogen. Die laufen jetzt, wenn sie parallel laufen, glaube ich, 10 Minuten momentan. Und die kann man dann vorm Einchecken laufen lassen. Dann haben wir noch zusätzlich noch eine Unit-Test-Suite, die läuft 2 Sekunden bei uns. Und die langläufigen Tests, die halt wirklich gegen das Backend laufen und so, die laufen dann nur auf dem Hudson. Also so hat man immer so einen kleinen Subset, sag ich mal, die sicherstellen, dass wenn jetzt jemand kommt und spontan eine Demo macht, dass die großen, groben Prozesse noch laufen. Und alles andere macht dann der Hudson. Welchen Einfluss hat das Script Development auf das Design der Software gehabt? Dadurch, dass wir sehr viel Legacy-Code hatten, muss ich ganz ehrlich sagen, bei weitem nicht so viel, wie ich gerne wünschen würde, weil also TDD an sich ist schon schwierig, verlangt einem ein bisschen was ab, um da erstmal reinzukommen und das zur gängigen Praxis zu machen, finde ich. Aber TDD im Legacy-Code ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn nicht teilweise sogar unmöglich, weil du musst einfach sehr viel erstmal refaktorieren und erstmal eine Testabdeckung haben, um überhaupt zu dem Stand zu kommen, wo du mit TDD anfangen kannst. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, dass zumindest für den Legacy-Code der TDD-Einfluss sehr gering war, wenn überhaupt vorhanden. Aber da wir natürlich auch ganze, manche Teile neu geschrieben haben, gibt es sicher auch Teile, wo der TDD-Einfluss größer oder spürbar war. Aber im Großen, also die Applikation als sich, würde ich den Einfluss auf die Architektur eher gering bis gar nicht bewerten. Gut, das wäre dein Teil. Ja, das ist eigentlich zum Schluss von meiner Seite erstmal. Sie haben gehört, was wir alles verbessert haben. Heißt das, dass wir jetzt agil, meine persönliche Meinung, teilweise. Wir haben immer noch viele Sachen, die wir vielleicht nicht so machen, wie wir hätten gern. Und dafür machen wir sogenannte Agil-Retrospektive. Das geht auch mit Unterstützung von Kollegen. Team hat zum Beispiel letzte Woche schon für ein Team gemacht, wo wir uns fragen, okay, was haben wir, welchen Status haben wir zurzeit, was machen wir weiter, was ist wichtig, wo man nicht generell weiter, ja, das muss auch noch verbessert sein, das, sondern einfach konstruktiv sagt, das ist für uns wichtig und das müssen wir jetzt dran. Das ist key und das versuchen wir auf Scrum-Team-Ebene zu machen und in Projekte, wo mehrere Teams arbeiten, werden wir auch versuchen, sowas auf eine Projektebene zu machen, dass man auch diese Standardisierung eventuell im Projekt erreicht, wo notwendig ist. Das war die Simone und Ralf, haben mir eine E-Mail geschrieben. Und zwar, sie haben gemerkt, es reicht nicht aus. Und das war diese Geschichte, wie können wir noch intensiver die Kommunikation zwischen allen Teams in diesem Projekt verbessern. Das ist echt schon ein anderes Level von Kommunikation. Sogar das Pair-Programming außerhalb der Teamgrenzen. Das sind Probleme, die momentan existieren durch die Skalierung und der Wunsch und die Absicht, auch diese Probleme zu bewältigen, ist schon ein anderes Level. Also ich bin erstaunlich, wie sich die Gebäude entwickeln. Wieder ganz kurz zum Abschluss, vielleicht so ein paar Eindrücke, so ein paar Screenshots, die wir zusammen gemacht haben. Unten links zum Beispiel ist so der Hudson-Monitor, wie er bei uns im Raum steht, so dass ihn eigentlich jeder auch gerade, das war jetzt nicht unbedingt unsere Sternstunde, wo wir das Bild aufgenommen haben, aber okay. Aber man sieht einfach mit einem Blick den aktuellen Stand. Und oben links ist zum Beispiel von einem von unseren Modulen die Code-Coverage über, das sind glaube ich die letzten 2 Jahre, also 2 Releases zusammen kopiert. Und da sieht man, finde ich, ganz schön, wo die Coaching-Phase aufgehört hat oder wo gerade die Coaching-Phase drin war. Das ist nämlich genau der Punkt, wo die Class-Coverage hochgegangen ist, weil wir uns dann beschlossen haben, als das die Coaching-Phase zu Ende... Das warst du hier? Genau, da am Anfang der Peak. Weil wir da in der Mitte. Okay. Hier, okay. Ja, genau. Das war die Phase, wo das Coaching gerade vorbei war und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir jetzt weiter und dann haben wir beschlossen, okay, am Anfang gucken wir einfach mal auf Class Coverage, sodass wir für jede Klasse einen Test haben und wir machen einfach in jedem Sprint so und so viel Prozent steigern. Und dann sieht man ja auch, dass das so Stück für Stück hochgeht und ab einem bestimmten Punkt haben wir gesagt, okay, jetzt sollten wir mal wirklich auf Methoden Coverage, die sowieso wesentlich aussagekräftiger ist, gehen. Und so hatten wir halt dann immer von Sprint zu Sprint Ziele und da sieht man eigentlich auch, dass im Großen und Ganzen die Coverage eigentlich stetig nach oben gegangen ist. Und das rechts ist dann die Anzahl unserer Tests, das sagt jetzt so
per se nichts aus, außer dass es für Manager immer ganz gut ist, wenn die Anzahl der Tests ganz hoch geht. Aber zusammen mit den Coverage sieht man ja, dass die Tests nicht ganz unsinnig sind. Ja. Gut. Sind wir fertig? Ja, wir sind fertig, aber cool. Auch mit der Zeit am Ende. Scrum-Raum ist halt, Scrum allgemein verstehe ich. Und das, was ich glaube, die Frage war Feature und... Was macht ihr genau in dem Scrum-Raum? Ach, in dem Scrum? Und im Scrum-Raum bezeichne ich einfach den Raum, wo das Scrum-Team sitzt. Genau. Also wir haben ein Scrum-Team... Was ist der Input für den Scrum-Team, was ist der Output? Okay, wir gehören, wir haben von Anfang an ein bestimmtes, sag ich mal, Teilprojekt assigned. Im letzten Release zum Beispiel war es Order Management, jetzt ist es Konfiguration. Dann haben wir auch einen Product Owner bei uns im Scrum-Team, der überlegt sich dann für den Bereich, was wäre für dieses Release wichtig, hat seinen Product Backlog und dann schätzen wir die ganzen Sachen natürlich, wird in eine Reihenfolge gebracht und für jeden Sprint überlegen wir uns, was nehmen wir davon, was setzen wir um im nächsten Sprint, dann setzen wir es um und so gehen wir halt durch, so wie, hoffe ich mal, wie Scrum auch gemeint ist oder wie wir es zumindest verstehen. Ja. Also Scrum hat für uns drei Aspekte, was wichtig ist. Einmal Planung, kurze Planung, also nicht, man geht kurz in einen Raum und bespricht, was man am nächsten macht, welche Issues man hat. Und das fördert einfach die Kollaboration im Team. Man ist gezielt, man spricht nicht lange über Topics, vielleicht die nicht relevant sind. Man nimmt kleine Portionen und bearbeitet und reportet im Team basiert auf Progress, aber nicht allgemeine Progress, sondern ganz gezielte Progress. Und da macht man auch nach zwei Wochen Review, wo man schaut, wo man ist. Also kurz interaktive Arbeitsmodelle. Du hast eine Frage? Wie tun Sie das Lernprogramming organisieren? Läuft das irgendwie intuitiv? Ja, das ist lustig, weil wir haben schon verschiedene Modelle ausprobiert mit durchiterieren und mit im Daily Scrum sich besprechen, wer mit wem Pairing macht. Aber mittlerweile ist das Beste, es geht einfach auf Zuruf, dass man sieht ja, wer an welchem Thema arbeitet und muss man auch sagen, nicht jedes Thema sollte man meiner Meinung nach mit Pair-Programming bearbeiten, weil es gibt halt auch einfach stupide Tasks, wo man die Zeit einfach besser nutzen kann, aber sobald man irgendwas, sag ich mal, Wichtigeres kommt oder irgendwas nicht weiter weiß, holt man einfach einen dazu oder fragt einen, kannst du kurz drauf gucken oder geht zu jemandem dazu, bin mit meiner Sache fertig, soll ich bei dir weiterhelfen? Also es ist mehr jetzt mittlerweile spontan und ich glaube, alles andere hat sich bei uns auch nicht wirklich durchgesetzt.